Guten Morgen, liebe Fraktion. Guten Morgen. Da wir beschlussfähig sind und der Stream läuft, können wir mit der heutigen Fraktionssitzung beginnen. Ja, er lief gerade auch schon, Michel. Wir kommen zu Top Nummer 1, Abstimmung nicht öffentlicher Teile. Da hat sich in den letzten Stunden noch einiges getan. Wir haben einmal die Vorstellung eines Mitarbeiters, dann haben wir einen schwebenden Umlaufbeschluss, einen Beitrag zur Kommission, eine Info, ich denke, das ist Personal von Olaf. Nee, es ist nicht Personal, es geht um dich, stimmt. Und dann nochmal Personal von Michel. Gibt es Fragen zu den nicht öffentlichen Teilen, die geklärt werden müssten, bevor wir das abstimmen? Ich sehe, es gibt keine Fragen, dann würde ich die gerne en bloc abstimmen. Wer ist dafür, dass wir diese nicht öffentlichen Teile machen? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Du nicht? Nein. Okay. 1, 2, 3, 4. Das ist dann trotzdem die Mehrheit der Anwesenden. MDL. Achso, du wolltest aufschreiben? Sollen wir nochmal die Hand? Ich habe die draußen gefunden. Gut, dann werden wir. Stefan, bist du dagegen oder enthältst du dich? Ich bin dagegen, weil die zu spät eingereicht wurden gestern. Okay, mit einer Stimme dagegen ist da trotzdem die nicht öffentlichen Teile angenommen. Die werden wir wie immer nach der Pause um ca. 11.45 Uhr machen. Wenn wir nicht vorher mit der ganzen Fraktionssitzung durch sind. Okay, ich gebe mir Mühe, Oliver. Wir kommen. Daniel hat eine Frage, bitte. Ja, der Toso ist nicht hier, deswegen vermisse ich seinen Wortbeitrag dazu. Können wir nicht den nicht öffentlichen Teil ans Ende der Fraktionssitzung komplett legen und nicht im Anschluss an die Pause machen? Gleiche Argumentation wie Toso von den letzten Wochen. Wir haben heute ein recht übersichtliches Programm. Es kann gut sein, dass das zusammenfällt. Möchtest du das trotzdem abstimmen, Daniel? Oder? Ich möchte das nicht immer wieder neu besprechen. Ja, das könnte man zum einen so formulieren. Ja, lass uns das. Nee, ach, ist mir auch egal. Ich mache ziemlich zügig. Könnte sein, dass die geplante Pause wirklich schon mit dem Ende der Fraktionssitzung zusammengeht. Das haben wir beim Lust schon so manche einer. Darf ich? Ja, das ist ja kein Problem, wenn dich das nicht interessiert. Ich bin etwas überrascht. Also ich habe mir die Tagesordnung nicht angeguckt für den heutigen Tag, aber wir haben gestern Mails auf unserer Mailingliste gehabt, wo es darum geht, sogar einen zusätzlichen Termin für nächste Woche zu schaffen und so weiter. Sind wir uns sicher, dass wir nichts von dem, was wir alles so vieles nächste Woche auch besprechen können und wollen, gegebenenfalls heute machen können, damit wir die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen und möglicherweise ein bisschen Zeit in der nächsten Woche sparen, wo wir ja jetzt schon festgestellt haben, dass wir da erhebliche Terminschwierigkeiten haben werden und bekommen. Der Oliver möchte da, glaube ich, was zu sagen. Also nächste Woche haben wir im Wesentlichen drei Dinge, die sich leider so nicht verschieben lassen. Wir haben einmal die Präsentation unseres Haushalts 2014, von Harald. Diese Präsentation bzw. der Haushalt sind halt noch nicht fertig am heutigen Tag. Außerdem sind die jeweiligen Protagonisten nicht da. Dann haben wir die Redeslot-Verteilung fürs Plenum, wo ich hoffe, dass wir am Montag bereits alles schon schön ins Bett eingetragen haben, wer redet und wie die Abstimmungsempfehlungen sind, sodass wir sehr schnell durchkommen. Dies könnten wir heute machen, würde aber keinen Sinn machen. Also mit anderen Worten geht auch nicht. Und dann haben wir die Präsentation der Analyse und der Umfragen, die wir hier durchgeführt haben durch Team Steffenhagen. Dort wird die Präsentation fraktionsöffentlich relativ lange dauern. Ich war auch selber überrascht, als es dann
von Seiten Team Steffenhagen nicht darum ging, irgendwie, wir brauchen ein, also ich habe dann gefragt, wie lange brauchen wir denn? Und dann hieß es, war die Antwort nicht ein oder anderthalb Stunden oder sowas, sondern ja, wie lange geht die Fraktionssitzung maximal? 13.30 Uhr, also oh, das ist knapp ab 9 Uhr. Also mit anderen Worten, die brauchen sehr lange. Ich würde denen auch gerne so viel Zeit wie möglich einräumen, da das ja durchaus für uns wichtig ist, zu erfahren, was da an Ergebnissen rausgekommen ist und wir damit ja auch weiterarbeiten wollen. Das sind im Grunde die großen Tops für nächstes Mal. Ich tue mich schwer damit, einen heute zu behandeln. Frank? Ja, der vierte Punkt, der für nächste Woche dann noch draufsteht, ist halt die Enquete, der Stand der Dinge. Da könnten wir im Prinzip heute drüber sprechen. Allerdings gibt es von meinem Aufruf letzte Woche bis heute noch relativ wenig Beteiligung. Insofern können wir eigentlich auch nur das besprechen, was letzte Woche schon da war. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich jetzt nochmal, was ich jetzt gerade hier im Moment tue, für das PET um Beteiligung bitte und dass wir dann nächste Woche informiert relativ zügig dieses Thema besprechen können. Aber wenn gewünscht, können wir das auch heute ansprechen, aber wie gesagt, ohne die Beteiligung der anderen Referenten, die bisher nicht so erfolgt ist. Gut, ich glaube, es ist jetzt geklärt, warum wir das alles nächste Woche machen. Daniel, möchtest du noch? Ja, genau. Wir haben ja Zeit heute, also kann ich viel reden. Das ist hervorragend. Ich freue mich schon, wenn Dietmar kommt. Ja, vielen Dank, Olli, für die weiteren Erläuterungen. Dann habe ich nur noch eine Frage. Es gab ja auch da die Diskussion gestern auf den Mailinglisten, welche Tagesanträge zu Tagesordnungspunkten gegebenenfalls zu spät kamen und so weiter und so fort. Ist jetzt alles, was da noch an Mails, sag ich mal, an den Vorstand oder an die Mailinglisten ging, heute dann mit auf der TO oder ist da jetzt noch irgendwas auf Halde, was wir sonst vielleicht doch lieber heute behandeln könnten? Weil der ein oder andere von denen, die ja nicht öffentliche Teile zum Beispiel beantragt haben, hatten ja dann gesagt, nö, dann halt nicht, weil Frist und so verpasst. Olli, magst du noch mal sagen? Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Also, okay. Wenn nicht, bitte aufschreien. Aber wir haben ja eben gerade die nicht öffentlichen Teile vorgelesen. Das sind die drei, die dann über die Fraktionsinterne gingen, sind damit bei. Wir haben außerdem irgendwo auf der Mailingliste, ja leider nicht an Vorstand oder Antrag, die Sache mit der Kremser Erklärung gehabt, dass die noch nachgereicht werden sollen. Also wir werden auf jeden Fall den Punkt Vorbereitung des nächsten Plenums haben, wo wir gucken, ob wir, das wäre mir auch sehr wichtig, Kommunalanträge noch einreichen oder welche. Und das war es hoffentlich alles. Also zwischen heute und nächste Fraktionssitzung erwarte ich jetzt keine großen Tops, da kommen eventuell ein Budgetantrag wegen der Klausur, wegen des Hotels. Das wissen wir vielleicht, also es gibt zwei zur Auswahl, habe ich ja geschrieben. Für den einen könnte das der Vorstand auch selber machen, weil es unter 15.000 liegt. Ansonsten gibt es dann vielleicht nochmal einen Umlaufbeschluss. Ich bin sonst zuversichtlich für die nächste Sitzung, dass wir schon alles heute ansonsten abarbeiten können. Es sei denn natürlich, wir fangen erst um 12 Uhr mit. Gut. Ich sehe keine... Daniel. Ich melde mich nochmal. Aus meiner Bitte oder meinem Antrag, den ich vorhin formuliert hatte, den ich ja von Toso Raubmord kopiert habe, würde ich gerne jetzt einen generellen Antrag stellen, dass wir nicht öffentliche Teile immer am Ende der Sitzung behandeln. Dann brauchen wir das auch künftig nicht mehr abstimmen. Ich fände das super praktisch. Ich habe mich hier vom Kai gerade inspirieren lassen. Da finde ich eine tolle Idee. Ich glaube, dann musst du einen Antrag für die nächste Fraktionssitzung als Top beantragen, wenn du das generell haben möchtest. Okay, ich hoffe, wir kriegen das nächste Woche zeitlich hin, aber ich... Bitte? Dann stimmen wir das halt heute einmal ab und nächste Woche nochmal. Mir ist das ja egal, ich bin ja hier.
Frank? Es gab immer zu diesem Punkt auch gewichtige Gegenargumente. Zum Ersten sind nicht öffentliche Teile, auch wenn wir gerne öffentliche Sitzungen machen, nicht per se unwichtig. Wir stimmen auch jeweils darüber ab. Und ich denke, jeder Antragsteller hat auch einen gewichtigen Grund, so einen Punkt zu beantragen. Insofern sollte man die also nicht einfach so mal ans Ende schieben. Punkt 1. Punkt 2 gibt es auch immer einige Mitglieder der Fraktion, die halt am Ende der Sitzung andere Termine haben. Das war auch jeweils immer wieder Thema. Es gibt Petitionsausschuss, es gibt alles Mögliche, was um 13.30 Uhr stattfindet. Und da das Ende nicht definiert ist, haben wir uns auf die Pausenzeiten geeinigt. Und ich denke, wir sollten das einfach mal so weitermachen. Daniel? Daraus ergibt sich für mich die zwangsläufige Anschlussfrage, lieber Frank. Entnehme ich daraus, dass die nicht öffentlichen Teile wichtiger sind als die öffentlichen Teile? Weil die gleiche Argumentation gilt ja dann für die öffentlichen Teile, die gegebenenfalls hinten rüberfallen, weil du Anschlusstermine hast oder jemand Anschlusstermine hat oder sonstiges. Also ich sehe den Unterschied nicht. Es wird gerade richtigerweise darauf hingewiesen, dass wir zu einem Tagesordnungspunkt diskutieren, der gar nicht existiert. Ja, das ist ein total netter Hinweis. Aber vielleicht sollten ist wir mir das halt. Wir diskutieren über Abstimmung nicht öffentlicher Teil. Ich sag mal, passt auf, liebe Leute. Wir diskutieren das jetzt seit einigen Wochen. Nein, seit anderthalb Jahren. Ja, anderthalb Jahre sind ja auch im Prinzip einige Wochen. Ne? Das ist so wie mit. Viele Millionen. Wie mit viele Millionen. Ne? Also lieben Gruß nach ins linksextreme Berlin. Ich find das halt einfach praktisch und ich würde das gern halt beantragen. Ich weiß gar nicht, was daran irgendwie so wahnsinnig kompliziert ist. Wir hatten das jetzt ein paar Mal hintereinander auch. Ein paar Mal hatte Toso sich dazu zu Wort gemeldet. Was so die Basisrückmeldung und so weiter angeht, ist das auch relativ klar. Also das findet keiner gut da draußen. Ich habe zumindest bislang niemanden gefunden, der so von der Basis her, also von unseren regelmäßigen Zuhörern sagt, hey, das ist total cool, wenn ihr mittags für eine unbestimmte Zeit die Sitzung unterbrecht und nicht öffentlichen Teil macht. Wir können für uns sagen, das ist uns scheißegal, was die da draußen denken. Können wir machen, ist aber halt Kacke. Grumpy? Ich habe mich zwar nicht gemeldet, aber vielen Dank. Überhaupt gar kein Thema. Ich gebe dir ja recht, Daniel, aber immer noch. Dann können wir es jetzt gerne einmal abstimmen und dann halt nächste Woche nochmal. Und ich sehe hier überhaupt keinen Diskussionsbedarf diesbezüglich. Ganz ehrlich nicht, weil lasst uns doch dann erstmal die TO abarbeiten. Also wie gesagt, ich würde es jetzt zur Abstimmung stellen, gerne nächste Woche nochmal und dann können wir halt einfach weitermachen. Das wollte ich damit sagen. Und da müssen wir, auch gar nicht hingehen und wieder eine Argumentationskette verwenden, die andere sozusagen in irgendein massiv gewolltes negatives Licht stellt mit irgendwelchen lustigen bildlichen Vergleichen, sondern vielleicht einfach mal weiterarbeiten und nicht weiter die TO trollen, wie du es halt so gut immer beherrschst. Von daher gar kein Thema. Das meinte ich damit irgendwie. Daniel, das meinte ich damit. Wenn du jetzt beantragst, wir stimmen darüber ab, ob am Ende oder nach der Pause, dann machen wir das einfach direkt. Aber ich wollte verhindern, dass wir die wieder und wieder gleiche Diskussion hier führen. Ich stelle jetzt gerade parallel einen Antrag auch für nächste Woche. Das kann man ja formell natürlich grundsätzlich dann beschließen. Aber für heute steht der Antrag für heute. Gut, dann formulier bitte nochmal deinen Antrag, dass wir ihn jetzt abstimmen können. Ich beantrage, dass der heutige nicht öffentliche Teil ans Ende der Sitzung gelegt wird. Gut, dann stimmen wir das jetzt ab. Wer ist dafür, dass wir den heutigen nicht öffentlichen Teil ans Ende der Sitzung stellen? Den bitte ich um das Handzeichen. Michelle, müssen wir die Namen aufschreiben? Dann bitte die Hände oben lassen. Wer ist dagegen, dass wir das ans Ende stellen? Gibt es Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass dem Antrag stattgegeben ist. Wir werden heute den nicht öffentlichen Teil ans Ende der Sitzung schieben. Damit. Ich wette mit euch, das Ende ist um 11.30 Uhr.
Wann auch immer dieses Ende sein wird, wir werden am Ende nicht öffentlichen Teil behandeln. Wir kommen zu Top Nummer 2, Bericht des Vorstandes. Und wir beginnen, wenn Michelle sich ausgekotzt hat, wir beginnen wie immer beim Bericht des Vorstandes mit dem Bericht der Pressestelle. Ingo, bitteschön. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben Ende Juni am 28. und 29.06. den NRW-Tag in Bielefeld. Der Landtag stellt allen Fraktionen und diversen anderen Organisationen, die hier im Landtag ansässig sind, insgesamt 10 Pavillons zur Verfügung. Einen für uns, 4x4 Meter. Wir haben gestern im Vorstand schon mal ganz kurz gebrainstormt, was wir denn da machen wollen. So zentrale Fragen, was wollen wir, mit wem wollen wir und warum eigentlich. Da sind schon einige Fragen beantwortet worden. Es gibt ein Organisationsteam, das ist die Britta Millauer, das bin ich und das ist der Jens. Wir werden das jetzt in Kürze alles vorbereiten. Ungefähr wird es wohl das Konzept von unserem Tag der offenen Tür hier im Landtag sein im vergangenen Jahr, also mit einem kleinen Mini-Transparenz-Irrgarten, mit dem Glücksrad und diversen Flyern, die wir jetzt in Kürze vorbereiten wollen. Jetzt im Moment Augenmerk ist erstmal auf dem Standdienst, weil es ist sicherlich eine gute Idee, dass MDLs bei diesem Infostand vor Ort sind, um dann Gespräche mit den Bürgern führen zu können. Aus organisatorischer Sicht fände ich es super, wenn wir es schaffen würden, 3 MDL zu jeder Tageszeit da stehen zu haben. Die Öffnungszeiten sind an dem Samstag von 11 bis 20 Uhr und an dem Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Ich habe ein Pad angelegt, der Link ist hier im Protokoll schon vermerkt. Ich bitte alle MDLs, sich dort zahlreich einzutragen und hoffe, dass wir es schaffen, die ein paar Stunden da mit jeweils durchgängig 3 MDLs zu besetzen. Weitere Informationen folgen dann da in Kürze. Wer derweil schon mal Fragen hat, ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Zweiter Punkt sind die Stellenprofile. Wir suchen ja für die Pressestelle einen Projektmanager Aktionen beliebigen Geschlechts. In Abstimmung mit dem Vorstand haben wir jetzt diverse Profile geschaltet seit gestern. Die Links zu den entsprechenden Plattformen, Online-Plattformen, sind im Protokoll verzeichnet. Außerdem wird die Süddeutsche Zeitung in der Printausgabe am Samstag das Stellenprofil veröffentlichen. Und dann haben wir natürlich dieser Woche wieder die Plenarphase nächste Woche auf dem Schirm. Wir sitzen daran, die Plenarübersicht, die wir am Montag bzw. Dienstag rausschicken wollen, zu vervollständigen. Die MDLs, die in den Antragsdeckblättern noch keine Statements und Zusammenfassungen reingeschrieben hatten bei der Einreichung, werden gebeten, das nochmal nachzuholen, sodass wir in dieser Woche die Plenarübersicht vorbereiten können. Außerdem gab es in der vergangenen Plenarphase wieder Diskussionen darüber, was muss geschehen, damit eine Pressemitteilung veröffentlicht werden kann und wie viele PMs können wir parallel zur Plenarphase verschicken. Um diese Diskussionen zukünftig etwas kürzer zu fassen, haben wir gestern im Vorstand überlegt, heute nochmal ein How-to-Pressemitteilung rumzuschicken. Der Lukas wird das ins Wiki setzen und nicht per Mail rumschicken, sodass da nochmal jeder für sich Revue passieren lassen kann, wie denn so eine PM entstehen kann. Fertig. Danke. Ingo, weiterer Bericht des Vorstandes. Machst du das, Oliver, in Vertretung für Nico? Weil vorher hat Frank noch eine Wortmeldung. Frank möchte das heute machen. Ja. Entschuldigung, ich habe nur eine kurze Rückfrage an Ingo, weil er das gerade so von langen Diskussionen zu diesem Thema Pressemitteilung während der Plenarphase sprach. Das warst du nicht betroffen. Alles klar. Das waren okay. Die anderen Diskussionen. Danke. Deine waren dieses Mal kurz. Alles ist relativ. So. Gut, dann machen wir weiter. Oliver, bitte. Ja, danke schön. Also wir haben gestern eine Vorstandssitzung gehabt und die Diskussionen um den NRW-Tag, was heißt Diskussionen, das Brainstorming hat einen größeren Raum eingenommen. Man kann, ich glaube auch im Protokoll, auch in meinen persönlichen Notizen, die ich vielleicht dann noch ergänze, erkennen, dass wir über Luftballons und Plastiksonnenbrillen alles Mögliche gesprochen haben. So ist das halt, wenn man darüber brainstormt und ein bisschen
bisschen sich was vorstellt. Ihr dürft gerne, und wir sind jetzt hier nämlich noch an einem Zeitpunkt, wo sehr viel möglich ist, eure Ideen uns praktisch noch und auch von außen, auch vom Stream aus, noch einbringen. Wir können gerne gemeinsam auch nochmal ein Brainstorming an einem anderen Ort machen, muss nicht die Vorstandssitzung sein. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und wir hatten uns, denke ich, in den Vorstellungen, hat das alles so einen Charakter wie der Tag der offenen Tür hier, nur natürlich auf dem Pavillon begrenzt. Was der Ingo jetzt nicht gesagt hatte, war, dass wir noch eine Bühne haben dort neben dem Pavillon. Die Bühne gehört nicht uns alleine, aber das ist die Bühne, die dem Landtag zugeordnet ist. Und auf dieser Bühne können wir Dinge tun. Wir können Interviews mit MDL durchführen, wir können Sketche der MDLs aufführen, wir können tanzen, singen, ich weiß nicht. Also, das war der Grund, warum ich es nicht genannt hatte. Wenn es da Ideen gibt, ja, oder da Wünsche gibt, also von den MDL, die da sind am besten, dann her damit, und zwar relativ kurzfristig in diesem Fall, am besten bis Ende dieser Woche, weil nächsten Montag eine Sitzung stattfindet, auf Verwaltungsebene, also MDL nicht beteiligt, auf Verwaltungsebene Sitzung stattfindet, was alles organisiert werden muss. Und habe ich eure Aufmerksamkeit? Was alles organisiert werden muss am nächsten Montag, und da ist die Bühne Thema. Apropos Bühne. Auf dem LPT gibt es auch eine Bühne. Und ich möchte kurz unterrichten, dass wir dort als derzeit in der Tagesordnung als Fraktion 2 5-Minuten-Redeslots haben. Und dass sich auch bereits 2 MDL gemeldet haben, die da gerne reden wollen würden. Auch hier, der LPT ist bereits am Samstag. Auch hier, ja, ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe. Nein, ich gehe da hin. Und der LPT ist am Samstag. Und wenn es andere, weitere Leute gibt, außer möchten, Kai und Joachim möchte, dann sollten wir das noch abklären oder sollten sie sich untereinander abklären. So. Ansonsten. Ja, bitteschön, zum NRW-Tag. Da steht ja auch eine ganze Menge mit Merchandising und so weiter. Ich will das jetzt auch bitte nicht diskutieren, in welcher Farbe wir irgendwelche Tüten oder sonst was bestellen und ob die. Egal. Meine Erfahrung aus den letzten, ich bleibe wieder dabei, aus den letzten Wochen hier im Landtag Nordrhein-Westfalen ist ja die, dass wir vielleicht nicht immer ganz so schnell sind, um eine Entscheidung herbeizuführen und in der Vergangenheit schon daran gescheitert sind, dass Merchandise-Artikel nicht da waren, weil wir im Endeffekt zu lange gebraucht haben für Dinge im Vorfeld, um das alles soweit zu besprechen. Ich fände das bei dem NRW-Tag jetzt irgendwie blöd, weil der, sagen wir mal, jetzt ja auch nicht so ganz spontan dahergelaufen kommt, sondern ich glaube seit 4 Jahren oder irgendwie sowas feststeht. Ist das gewährleistet, dass wir das alles zeitlich hinkriegen, auch mit den Merchandise-Artikeln? Sind da entsprechende Budgets schon freigegeben? Oder, konkret gefragt, können wir als Fraktion irgendwas tun, dass wir zum Beispiel ein Budget geben und sagen, hör mal, Ingo, ich sehe ja, dass du in Klammern da irgendwas mit Merchandising drin stehen hast. Tu einfach Dinge, die du für sinnvoll hältst beim Merchandise. Ingo. Ich ziehe zurück. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich glaube nicht, dass das Oliver. Merchandising, da wir es ja auf dem Plan haben, ein Problem diesbezüglich darstellt, da wir das ja wissen. Es sei denn, wir brauchen plötzlich ein Budget über 15.000 Euro, glaube ich auch nicht. Und dann will ich machen mal einen Umlaufbeschluss. Natürlich gibt es am Rande Diskussionen, was man überhaupt braucht an Merchandising-Artikeln, aber ich denke, diese Diskussion war relativ klar im Vorstand und ist auch, also dass wir nicht genau das Gleiche machen wollen wie die CDU und die Tasche mit dem Kugelschreiber und den Prospekten überreichen und sonst nichts tun oder sowas. Also ich denke,
es geht alles in die gleiche Richtung und dann werden wir das auch hinkriegen. Wenn wir natürlich jetzt plötzlich eine super tolle Idee haben, aber die Idee kommt erst Ende April oder so und oder erst im Mai und dann kann es nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden, dann ist das so. Dann können wir es halt nicht mehr rechtzeitig umsetzen. Ich denke, die Lieferzeiten sollten uns bekannt sein und die kriegen wir auch hin. Wir haben ja genug Vorlauf. Gibt es da was zu ergänzen, Ingo? Ingo? Ich würde das gerne kurz zusammenfassen. Ich stelle einen Plan auf diese Woche und am Montag präsentiere ich das dem Vorstand und hoffe, dass der Vorstand dann die Entscheidung trifft, jawohl, so machen wir es. Und dann können wir relativ schnell damit in Druck gehen. Das ist ja noch konkreter. Das ist ja viel besser noch, als ich das gesagt habe. Gut, ansonsten, wie gesagt, das war der Hauptteil unserer Vorstandssitzung gestern. Wir haben natürlich über diese Fraktionssitzung gesprochen, über die nicht öffentlichen Teile, die wir gleich noch haben werden. Wir haben über die IT-Ausschreibung gesprochen und über die Ausschreibung Presse, glaube ich, auch kurz. Auf jeden Fall waren das die Hauptteile. Wir haben ansonsten nochmal über die Beschlüsse nachgedacht, die wir so in letzter Zeit gemacht haben. Podiumsdiskussion ist der Daniel dran. Da hatte ich die E-Mail gestern nicht rechtzeitig, aber ich habe sie noch bekommen. Dann die temporäre Lösung, die wir irgendwann mal besprochen hatten, gibt es eine E-Mail von Nico. Und ansonsten gibt es noch die Klausurtagung am Ende April. Dort habe ich ja eben schon gesagt, dass wir das Ganze vorbereiten müssen und dass wir eine Ergebnispräsentation bekommen am 8. April. Da wird natürlich zwischen dem 8. April und der Klausurtagung, Gesamtklausurtagung, eine Menge Arbeit vor uns liegen bezüglich der Aufbereitung der Ergebnisse, der Analyse, aber auch bezüglich anderer Dinge. Diese Arbeit wird sicherlich auch in den Osterferien fallen, allerdings, also zum Großteil in den Osterferien fallen, allerdings gibt es bestimmte Sachen, die jetzt relativ schnell gehen müssen. Wir haben eine Auswahl zwischen zwei Tagungsorten. Wir haben jetzt noch neue Info von dem Tagungsort Park Inn hier im Düsseldorf Süd, dass wir da am ersten Tag mehr Räume haben können, am zweiten Tag aber bei 5 bleiben. Und wir haben den Tagungsort in Hattingen. Wer meine E-Mails auch von den Mitarbeitern sehr aufmerksam liest, hat das wissen können, aber ansonsten sage ich das jetzt hier. Wir haben diese beiden Sachen und eventuell gibt es noch einen Budgetumlaufbeschluss für die Fraktion. Ich gehe jetzt derzeit davon aus, dass wir das auf Vorstandsebene dann diese Mitte dieser Woche so hinkriegen. Wir haben außerdem, dass wir ein Moderatorenteam beauftragen sollten. Dieses Moderatorenteam habe ich noch kein Angebot vorliegen, und deshalb gibt es da auch noch keinen Budgetbeschluss zu. Insgesamt wird die ganze Tagung auf jeden Fall über 15.000 Euro kosten, also alles zusammengenommen. Allerdings sind die Einzelposten gegebenenfalls alle drunter. Wir haben noch über Freizeitausgleich und Ausgleichstage gesprochen und haben festgestellt, dass es halt einen entsprechenden Überstundenausgleich in den normalen Fällen gibt. Dass also die Überstunden, die dort gemacht werden, wir haben ja dann einen offiziellen Teil, der vielleicht etwas länger geht als ein normaler Arbeitstag, dann natürlich im Folgenden wieder kompensiert werden können. Und der Mai und der Juni bieten da genug Möglichkeiten, glaube ich, mit entsprechenden Tagen, wo das sehr gut möglich ist. Natürlich ist uns bewusst, dass bei Teilzeitkräften sehr viel mehr anfällt als bei Vollzeitkräften. Gut, ich glaube, damit bin ich soweit durch und wir können zum wichtigen Teil schreiten. Gut, vielen Dank, Olli. Dann kommen wir, ich sehe keine Wortmeldungen, kommen wir zu Top 3, Vorbereitung des nächsten Plenums, Anträge, Änderungsanträge, Entschließungsanträge, offene Anträge. Und da liegt vor, beziehungsweise ist wohl noch in der Diskussion, die Kremser Erklärung.
mit der Frage, ist er eingereicht und bei Nadja angekommen und überhaupt, wer will da was zu sagen? Und wir müssen auch noch beschließen, dass wir ihn einreichen. Also wir haben ja auch keinen Beschluss dazu. Ja, das ist ja jetzt hier gerade Tagesordnungspunkt. Michel. Ja, der Antrag Kremser Erklärung ist von letzter Woche Freitag. Wir hatten letzten Freitag im Plenarmumble das Problem, dass der Antrag ja, uns nicht bekannt war, also Tose und mir als Abgeordnete im Hauptausschuss nicht bekannt war. Wir den deswegen zurückgezogen haben in diesem Plenarmumble, weil wir gesagt haben, wir können jetzt nicht über einen Antrag abstimmen, der uns als denjenigen MDL, die ihn hinterher vertreten sollen, jetzt in dem Moment, wo wir darüber abstimmen sollen, auch nicht bekannt ist. Der Nico hat ihn vorgestellt. Wie gesagt, wir haben ihn dann zurückgezogen. Inzwischen hat sich die Historie des Antrags erklärt. Es hat sich erklärt, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und in der Hoffnung, dass es demnächst besser läuft, haben wir eine entsprechende Fehleraufarbeitung da gemacht. Und ja, im Laufe des gestrigen Tages haben wir dann festgestellt oder ist uns dann klar geworden, dass wir dass der Antrag relativ zeitkritisch ist, aufgrund der Aktionen, die die Landesregierung hier in Kürze vorhat zum Thema Open Government. Und deswegen habe ich dann gestern auf die Mailingliste geschrieben, dass ich über den Antrag doch gerne heute abstimmen würde, weil er, wenn wir ihn nicht ins nächste Plenum bringen, dann brauchen wir ihn gar nicht mehr einbringen. Also danach ist er hinfällig. Von daher, wenn wir nochmal was zu einem der Kernthemen hier Open Government machen wollen und da auch nochmal Punkte sammeln wollen, dann muss der Antrag in dieses nächste Plenum rein. Marc? Entschuldigung. Danke, Michel, dass du in der Hinsicht deine Meinung geändert hast. Wir hätten das vielleicht nochmal vorher etwas genauer kommunizieren sollen und von daher einfach danke für deine Meinungsänderung. Daniel? Ich war ja am Freitag nicht im Fraktionsmammel, wofür ich mich noch mal recht herzlich entschuldigen möchte. Die Frage, die ich mir stelle, oder das, was ich so davon mitbekommen habe, ist, dass es ja auch zu diesem Tagesordnungspunkt, glaube ich, eine sehr kontroverse Diskussion gab, gerade was die Entstehungsgeschichte angeht, oder... Und dann halt nur, was die Entstehungsgeschichte angeht, wie auch immer. Jetzt bin ich halt so ein verdammt neugieriger Mensch. Mich würde nach wie vor so diese Entstehungsgeschichte dann interessieren. Vielleicht kann dazu noch mal jemand was sagen. Und zum Zweiten würde mich interessieren, da Toso nicht da ist, wie Tosos Meinung zu dem Antrag ist. Ob Michel dazu vielleicht noch was sagen kann, also ob das im Konsens quasi jetzt eingereicht wird. Jetzt will ich es hier nicht sagen. Oder wie die Diskussion dann gestern hier intern verlaufen ist. Michel. Also ich kann natürlich, also Punkt 1, wäre das nicht im Konsens mit Tose, würde ich sie nicht einbringen. Dann hätte ich diesen Antrag nicht gestellt. Okay, ich will es ja nur bestätigen. Dein hoffentlich guter Glaube an mich. Zu dem internen, ja, war ein bisschen dick aufgetragen. Zu der internen Diskussion, also was passiert ist, der Antrag, also über die Kremser Erklärung haben wir intern schon ganz häufig geredet. Was passiert ist, ist, dass bei der CeBIT die Landesregierung gesagt hat, sie wird im April ihre Open-Government-Strategie hier veröffentlichen. Und, und daraufhin haben die entsprechend sich damit beschäftigenden Referenten gesagt, okay, let's go, wir müssen einen Antrag machen. Ich sage mal positiv, die waren ein bisschen übereifrig, haben einen Antrag fertig geschrieben, haben den auch an Antrag@ geschickt, haben dann leider vergessen, mit den MDL zu reden. Das, wie gesagt, wurde gestern aufgearbeitet, dass man auch mal miteinander telefonieren sollte und so in so einem Moment. Das ist auch alles eingesehen worden. Es wurde sich auch im Arbeitskreis hier tatsächlich formal entschuldigt, auch wenn ich nicht dabei war. Es wurde mir so zugetragen, dass das so passiert ist und das soll nicht wieder vorkommen. Jo. Brauchst du noch mehr Infos? Nein. Gut. Ja, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann würde ich jetzt erstmal abstimmen lassen, wer dafür ist, dass wir den Antrag ins Plenum einreichen. Wer dafür ist, den bitte ich um Handzeichen.
Das, nee. Wer ist dagegen? Ansonsten haben wir es. Dann ist der Antrag positiv abgestimmt mit einer Gegenstimme von Moni. Dann gab es in Klammern die Frage, ist der eingereicht und bei Nadja angekommen? Wird das alles rechtzeitig auf den Weg gebracht? Ist das auch einfach so? Dann bitte. Ja, ich habe den Antrag von Nadja bekommen, von daher hat sie ihn. Keine Änderungen, ja? Keine Änderungen, alles gut. Wunderbar, dann kommen wir zum nächsten Unterpunkt des Top 3, Kommunalanträge einreichen. Da ging es ja noch darum, welche wir einreichen in dieses Plenum, was vor der Wahl Sinn macht, was nach der Wahl Sinn macht. Habt ihr da jetzt eine Linie? Wer möchte da bitte was zu sagen? Frank. Ja, ich wollte noch mal dafür plädieren. Wir haben das zwar bei der Vorstellung der Anträge, meine ich, auch schon so gesagt, dass jetzt speziell der Antrag Bürgermeisterabwahl doch nicht jetzt im April eingebracht wird, sondern gegebenenfalls nachdem, ich sage jetzt mal, Bürgermeister gewählt sind, also im Herbst zum Beispiel, dass wir den also nicht jetzt einreichen. Wäre mein Plädoyer. Also alle anderen jetzt nur die Bürgermeister abwahlen. Wobei einreichen, ich habe es auch ins Bett geschrieben, nicht meint, wir können das grundsätzlich schon einreichen, aber fürs Plenum vorschlagen nicht. Gibt es da vehementen Widerspruch oder überzeugende Argumente, das irgendwie ganz anders zu machen? Ach, Daniel. Ja, ich möchte das nur hier wiederholen. Ich habe zwar gerade mit Frank noch vor der Sitzung, nee, eigentlich war es ja schon während der Sitzung, aber wir waren noch so wenige, ne? Kurz gesprochen, ich kann dem logisch folgen, ne, dass wir nach der Kommunalwahl gegebenenfalls Bürgermeister abwählen wollen oder die Möglichkeit verankern wollen. Ich bleibe aber im Prinzip dabei, dass ich es schön fände, vor der Kommunalwahl Anträge ins Plenum einzubringen, die kommunalpolitische Themen halt beinhalten. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht gerade an jedem Stammtisch in Nordrhein-Westfalen dann diskutiert wird, ne, unser Antrag. Aber ich fände es konsequent und gut, wenn wir in den beiden Plenarphasen halt noch Anträge behandeln, die halt was mit Kommunalpolitik zu tun haben. Fände ich gefühlt aus dem Bauch heraus gut. Moni und dann Frank. Ja, du hast das richtig gesagt, in den beiden Plenarphasen. Also jetzt und im Mai. Und ich glaube, unsere Erfahrung ist ja eigentlich so, dass nicht, wenn wir 5 Themen haben, diese 5 Themen in der Presse diskutiert werden. Insofern fände ich es eigentlich schlau, das, was Frank sagt, zu tun und jetzt einen für den April zu nehmen, einen für Mai zu nehmen und den Bürgermeister für nach der Kommunalwahl zu nehmen. Sodass wir, sage ich mal, auch tatsächlich dann einen Punkt an einer Stelle setzen und nicht alles, das geht alles unter, wenn wir so zu viele jetzt, glaube ich, zu dem Thema machen. Ich würde das, wie gesagt, jetzt auf 3 Plenarphasen würde ich das splitten. Frank? Okay, das ist jetzt noch ein Schritt weiter. Mein Punkt wäre jetzt halt hauptsächlich gewesen, nicht jetzt 3 einzureichen, weil wir haben ja 3. Und ich sehe das im Prinzip natürlich genau wie du, Daniel, kommunale Themen, wenn wir Wahlkampf machen, sollen wir, ich meine, wir haben einen Track Record hier, die letzten 2 Jahre auch, mit einer Menge kommunaler Themen, auf die wir natürlich auch verweisen können. Da laufen auch noch einige Anträge, die im parlamentarischen Verfahren sind. Und jetzt kämen halt, ich sage jetzt mal, 1 oder 2 neue jetzt im April, nämlich halt die Partizipation, Änderung der Gemeindeordnung, um das, die Möglichkeit für Streaming festzuschreiben und möglicherweise kommunieren, panaschieren. Wobei der macht vielleicht sogar Sinn,
noch näher an der Wahl dran, wenn sich die Leute anfangen, Gedanken zu machen, okay, ich habe nur ein Kreuz, und dass man dann sagt, nee, halt, wir haben hier eigentlich einen anderen Plan. So. Ja, also wäre ich dafür, ja. Dann mach das doch einfach so. Dann. Ja, das, also das, die Aufteilung auf beide Plenarphasen macht definitiv Sinn, gar keine Frage. Jetzt kenne ich natürlich nicht, ob ansonsten noch was in der Hinterhand ist für die übernächste Plenarphase. Was Kumulieren, Panaschieren angeht, das sehe ich tatsächlich genauso. Das finde ich schlüssig, wenn wir dann sagen, das nehmen wir im Prinzip erst ins Plenum sozusagen kurz vor der Wahl. Ne, das ist vielleicht tatsächlich dann recht spannend, aber aus meiner Sicht spricht halt trotzdem nichts dagegen, auch das Bürgermeister-Ding im Prinzip jetzt laufen zu lassen und da halt so einen gewissen kommunalpolitischen Schwerpunkt einfach da auch zu setzen. Also finde ich halt nicht wild, aber vielleicht bin ich halt auch alleine mit der Meinung, ich kann damit ganz gut leben. Eigentlich nicht. Oh mein Gott. Gut, dann wird der Frank so verfahren, wie auch immer er verfahren wird. Ja, es gab jetzt ja praktisch eine gegenläufige Meinung, ansonsten eine schweigende Mehrheit und Zustimmung von Moni. Ich glaube, oh Gottes Willen, ich habe schweigende Mehrheit gesagt. Das geht ja, jetzt muss er auch noch was sagen. Ne? Nein. Ich sehe auf jeden Fall keine weiteren Wortbeiträge und... Dann habe ich da rausgehört, dass ihr einen im April... Frank, würdest du noch mal zusammenfassen oder soll ich zusammenfassen? Also, der Gesetzentwurf kommt jetzt. Richtig? Gesetzentwurf jetzt. Mit guter Priorität. Und Kumulieren, Panaschieren machen wir Mai und Bürgermeister dann eventuell im Juni, beziehungsweise, ja, das ist der derzeitige Plan. Das heißt, die anderen beiden jetzt nicht. Richtig? Perfekt, danke schön. Prima, dann kommen wir zum nächsten Unterpunkt von Top 3, Ausschussüberweisung Cannabis. Ich glaube, da will der Lukas was zu sagen. Ist das richtig? Also ich möchte es ganz kurz machen. Wir haben ja schon ganz lange darüber in der Mumble-Phrase darüber gesprochen. Alle Anregungen, Änderungsvorschläge und Wünsche haben wir soweit eingepflegt. Das Ding ist quasi jetzt reif zur Unterschrift und ja, that's it. Das ist ja mit dem Fragezeichen bezüglich Ausschussüberweisung. Ausschussüberweisung. Geht in die Ausschüsse, geht federführend in den AGS, also Arbeit, Gesundheit, Soziales. Soll auch in den Innenausschuss zur Beratung gegeben werden und in den Rechtsausschuss. So. Scheint keiner. Oliver? Achso, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden zuerst, aber dann Moni. Ja, ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, es ist. Es ist in der Mammelsitzung von Nico da gesagt worden, man könne sich überlegen, das im umgekehrten Verfahren zu machen. Da möchte ich nur sagen, auf gar keinen Fall, weil dann können wir es lassen. Entweder wollen wir jetzt dazu reden und einen Aufschlag machen, also, ne, weil das nur da diskutiert wurde. Das halte ich für absolut falsch und es ist auch völlig unerheblich, wann wir eine Anhörung kriegen. Es geht doch im Moment nur darum, den Aufschlag zu machen. Nur nochmal, dass wir uns auf gar keinen Fall auf sowas einlassen, ohne Debatte oder so, genau an diesem Punkt. Sonst setzen wir ihn einfach nicht. Dann jetzt Oliver und dann... Gut. Die Fragen habe ich gestellt, weil einmal der Antrag noch nicht im PGF-Büro vorliegt. Bitte schnellstmöglich einreichen, wenn er nicht bereits vor 20 Minuten reingegangen ist. Okay, er ist da. Er ist da. Er geht jetzt quasi direkt hoch. Achso, er geht direkt hoch. Gut. Er geht direkt hoch, wunderbar. Und weil halt auch
in der E-Mail, die wir bekommen haben, diese drei Ausschüsse noch irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, Fragezeichen war, dann ist das jetzt so klar, die drei Ausschüsse, AGS federführend und ab damit. Alles klar, Dankeschön. Gut, das sonst, ja, bitte Moni. Ja, ich habe jetzt zu dem Tagesordnungspunkt noch was, also jetzt nicht zu dem Cannabis-Antrag, sondern zu dem Tagesordnungspunkt. Ist das? Dann gucken wir jetzt erstmal, bis zum Cannabis dazu was zu sagen hat. Ansonsten hat der Sebastian schon auf dem Weg. Und dann haben wir das? Habt ihr noch Fragen zu diesem Antrag? Nee, ich hätte nur die Bitte, schieben wir den noch mitberatend in den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend? Wenn du das willst. Ja. Ich komm, hier, Sportausschuss. Danke. Michelle, wartest du auch noch was zu dem? Gut, dann ist jetzt erst die Moni dran zu Top 3 und dann der Michelle. Können wir dann... Die Moni ist jetzt dran. Könnt ihr das vielleicht gleich in der Pause nochmal ausdiskutieren? Dirk! Danke. Ja, ich habe heute Morgen noch mit Johannes geredet. Bei unserem Antrag hat sich was ergeben, und zwar, es wird weiter verhandelt. Insofern haben wir überlegt, dass von unserem Antrag nicht sehr viel überbleibt, und wir würden den an dieser Stelle einfach gerne zurückziehen und jetzt im Plenum nicht stellen. Ich weiß nicht, ob wir das dann nochmal abstimmen müssen. Aber wie gesagt, die haben beschlossen, jetzt doch nochmal wieder Verhandlungen aufzunehmen. Und da macht es keinen Sinn, einen Antrag zu stellen, wo drin steht, nimmt Verhandlungen auf. Und ja, das ist der Antrag zur Inklusion. Gut, kannst du einfach machen, und dann ist jetzt der Michel dran. Ja, mir ist gerade beim Wort Ausschussüberweisung eingefallen, dass ich vergessen habe zu sagen, dass der Antrag Kremser Erklärung bitte direkt abgestimmt werden soll. Nur zur Info. Das gehört aufs Deckblatt, und dann sollte es... Also du hast alles in die Wege geleitet und hast es nur gerade nochmal offiziell verkündet, und oben weiß aber jeder Bescheid, und das Deckblatt weiß auch Bescheid. Gut. Gibt es noch weitere... Gibt es noch weitere Meldungen zu Top 3 bezüglich einzureichenden Anträgen, Änderungsanträgen und so weiter? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 4 Umlaufbeschlüsse. Geschlossene, nicht eindeutig abgestimmte Umlaufbeschlüsse seit der letzten Fraktionssitzung. Wir haben einen zurückgezogenen, nicht erfolgreichen. Das war der Entschließungsantrag Boys Day, der war ja irgendwie ziemlich schnell wieder zu. Da der zurückgezogen ist, müssen wir den jetzt auch nicht neu abstimmen. Geschlossen und eindeutig abgestimmt war erfolgreich der Umlaufbeschluss Korrektur des Antrages Open Access im Hochschulgesetz verankern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärken, mit dafür 10 Stimmen. Das heißt, da müssen wir auch nichts mehr abstimmen. So dass wir jetzt schon zu Top 5 kommen, mit dem schönen Titel Caro hat ja auf der Fraktionsliste ein Konzept gepostet. Wir hatten, ich erinnere mich dunkel, diesen Tagesordnungspunkt schon mal, und hatten die Hausaufgabe bekommen, alle mal das Konzept zu lesen, und dementsprechend bitte ich jetzt um Wortmeldungen dazu. Grumpy. Ich würde ganz gerne einfach in die Runde fragen oder zur Abstimmung stellen, nach dem Motto, wer hat das Ding gelesen? Oder war das die Meldung? Gelesen und zweierlei.
Daniel. Ja. Ich muss ein bisschen weinen muss ich definitiv. Also ich glaube, dass das Konzept mittlerweile ausreichend in der Fraktion diskutiert wurde und wir damit das von unserer Fraktion aus ratifizieren können. Und ich stelle den Antrag, dass wir das jetzt abstimmen. Das ist ein Antrag auf eine Abstimmung. Wenn Olaf? Ich habe hier in der Fraktionssitzung noch keine Diskussion darüber mitgekriegt. Ich habe noch nicht mit Leuten wirklich über diese, also hier in der Fraktionssitzung, ich weiß nicht wo sonst, eventuell Diskussionen dazu stattgefunden haben. Ja, ist schwierig. Ich müsste jetzt aus Mangel an Informationen, was jetzt überhaupt für uns dann da ist, müsste ich dagegen stimmen, sage ich jetzt mal so. Von daher würde ich mindestens bitten, die Abstimmung darauf mindestens bis nächste Woche zu vertagen. Michel und dann Olli. Ich spende einen Eimer Sarkasmus. Olli? Ja, ich weiß nicht, ob es, also wir können natürlich dieses Konzept abstimmen. Es hat allerdings so einen Charakter von, wir machen mal einen Umlaufbeschluss, dann haben wir ja was getan. Man muss es natürlich am Ende auch umsetzen. Und da sind natürlich nun mehrere Dinge drin in dem Konzept, die halt Verantwortlichkeiten haben wollen. Es ist nicht so, dass Caro einfach alles macht und wir gucken nur zu, auch wenn das da steht. Ja, richtig. Ist aber natürlich nicht so. Und eigentlich müssten wir das Ding ja dann auseinandernehmen und müssten schrittweise gucken, wer macht es denn, wer hat denn an der Stelle den Hut auf. Wenn wir hier niemandem den Hut aufsetzen, passiert auch nichts. Dann können wir das abstimmen und sagen, wir finden das gut, können wir gerne tun. Aber dann darf nicht die Erwartung sein, dass dann was passiert. Auch fürs Protokoll. Danke. Frank und dann Grumpy. Ja, ich wollte gar nicht groß, aber was Oliver gerade gesagt hat, möchte ich auch gerne unterstreichen. Sowas abzustimmen jetzt hier, populistischer und so weiter Kram, ist, finde ich, ein bisschen blöd. Vernetzung, wir haben gestern unser viertes oder fünftes Mumble innen rechts gehabt mit den vier Fraktionen. Es war Saarland und ich waren da. Das heißt, da passiert was. Wir üben das, wir machen das. Von anderen habe ich das so noch nicht mitgekriegt. Fände ich klasse, wenn da auch in Ihrem Fachbereich halt Dinge passieren und wenn die auch dokumentiert. Ich glaube, wir sollten eher was tun, als jetzt hier Konzepte verabschieden, die dann nicht einer eingehalten wird. Grumpy? Und genau deswegen würde ich jetzt ganz gerne vorschlagen, eine Beauftragung zu vergeben, nämlich entsprechend an den Vorstand. Das bedeutet in diesem Fall, nein, das ist Delegation nennt man das. Ja, das ist auch richtig. Du kannst ja auch alles ans Bein binden und dann bestimmte Dinge einfach mal liegen lassen, bis du sie vergessen hast. Oder halt, du gehst hin, nimmst eine Verantwortlichkeit und lässt es dann weiterhin durchführen. Dies kann ja auch der Vorstand entsprechend entscheiden, ebenfalls weiter zu delegieren an eine Person, die dafür entsprechend bezahlt wird oder eben nicht. Von daher, sowohl die Analyse des Konzeptes als auch das weitere Vorgehen damit, würde ich vorschlagen, zur Abstimmung zu stellen, da gebe ich Daniel die vollkommen recht, und aber obendrein an den Vorstand zu delegieren. Dies würde ich auch so entsprechend als Antrag formulieren. Vielen Dank. Ingo. Also in der Vergangenheit haben wir das ja mit Konzept so gemacht, dass wir eine Arbeitsgruppe gegründet haben. Geht so ähnlich in Grumpys Reihenfolge. Da muss Caro auch gar nicht mit dabei sein, um dann da zu diskutieren. Also das können wir schon fraktionsintern machen und von daher müssen wir uns doch eine Arbeitsgruppe machen und dann beschäftigen sich 3, 4, 5
Leute damit und dann gibt es irgendwann ein Ergebnis. Michel. Vielen Dank, Ingo, für diesen Wortbeitrag. Ich möchte ein Oder auch nicht anfügen. Ich glaube, dass das, was Daniel hier gerade tut mit der Abstimmung, das hat nichts mit Populismus zu tun, Frank, sondern das ist Ausdruck schierer Verzweiflung. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte da mal was mit Änderungsanträgen zur Satzung, die seit, oder nicht seit, oder die dann 6 Monate, 7 Monate einfach vor sich hergeschoben werden. Dieses Konzept, was Caro da geschrieben hat, ist inzwischen auch schon, ich sag mal, 3 Monate alt, 4 Monate, ich weiß nicht genau. Der Tagesordnungspunkt ist jetzt zum x-ten Mal hier auf der Tagesordnung. Wir können natürlich auch sagen, wie Olaf das gerade gemacht hat, wir sehen uns immer noch nicht in der Lage, da irgendwas zu sagen und schieben das wieder auf nächste Woche. Nächste Woche haben wir keine Zeit, haben wir schon gehört. Dann haben wir 2 Wochen sitzungsfreie Zeit. Danach wird wieder alles auf einem Haufen sein, weil sich ja von den 2 Wochen alles Mögliche angesammelt hat. Dann schieben wir das wieder eine Woche. Also man kann natürlich jetzt auch einen Arbeitskreis gründen, ist auch ein super Vorschlag, aber ich persönlich sehe da relativ wenig Sinn drin, einen Arbeitskreis mit einem fertigen Konzept zu beschäftigen. Wenn, dann würde ein Arbeitskreis eventuell ein Konzept ausarbeiten, aber sich nicht über ein Konzept austauschen. Was soll der Arbeitskreis auch hinterher beschließen, außer das Konzept so oder nicht so, weil er ja dann auch mit den anderen Fraktionen in den anderen Ländern sich kurz schließen müsste. Also lange Rede, kurzer Sinn. Entweder wir stimmen dieses Konzept jetzt ab oder wir schieben es jetzt aufs nächste Mal, was dann, und das möchte ich zu bedenken geben, gleichbedeutend ist mit ungefähr Mitte nächsten Monats werden wir dann, also nicht April, wir haben schon April, ne? Also Mitte Mai werden wir dann darüber das nächste Mal reden. Ich glaube, das schürt hier den Frust, dass das ständig bei uns so läuft. Daniel? Ja, also Arbeitskreis, will ich ganz kurz darauf eingehen. Im Großen und Ganzen hat Michelle allerdings alles dazu gesagt. Kann man machen, aber halte ich tatsächlich jetzt für nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also das Konzept liegt ja tatsächlich vor. Ich fände es gut, halt, wenn wir als Fraktion da ein Signal irgendwie aussenden können oder aussenden würden, zu sagen, das ist für uns soweit okay. Das ist ja kein formeller Beschluss, dass das Ding sich nicht irgendwie nochmal verändern lässt oder an Schnittstellen irgendwie was angepasst werden kann, all dieweil ja auch noch mindestens die 3 anderen Fraktionen Feedback geben müssen und wir dann ja irgendwann vermutlich einen anders zusammengesetzten Bundesvorstand haben und auch da das Ganze sicherlich nochmal weiter in der Diskussion sein wird. Ich finde es gut, wenn wir das als größte Fraktion ein bisschen vielleicht mit voranschieben würden, vorantreiben würden. Wir haben festgestellt in den Fraktionstreffen, dass uns das ungemein wichtig ist, dass da wahnsinnig viel liegen bleibt und verloren geht. Und Frank, ja, da hast du natürlich recht, gerade was diese fachlichen Arbeitskreise und so weiter angeht, das ist mindestens genauso wichtig und muss einfach parallel auch gemacht werden. Das sehe ich tatsächlich genauso wie du auch. Aber das sind eigentlich so 2 Baustellen, glaube ich. Also hier geht es einmal ja um eine ganz generelle Vernetzung. Und ich fände einfach gut, wenn wir es soweit von uns das Signal ausgeben würden. Wir können mit dem Konzept ganz gut leben. Lass uns das weiter vorantreiben. Und auch jetzt gerade das Signal geben, auch mit dem nach den Rücktritten im Bundesvorstand, dass wir sagen, dass Caro sich da auch weiter noch mit beschäftigen kann, bemühen kann, bis zum außerordentlichen Bundesparteitag und bis dann halt auch ein neuer Bundesvorstand gefunden ist und das dann im Prinzip da auf eine ganze Menge Arbeit zurückgreifen kann. Moni? Ja, ich möchte das ausdrücklich unterstützen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeschaut und das ist ja tatsächlich kein Hexenwerk. Da ist auch nicht viel drin. Das ist ein Statement, das sind Willenserklärungen, dass wir die Arbeit verbessern wollen. Da werden 3, 4 Punkte genannt und ich glaube auch gar nicht, dass da großer Diskussionsbedarf besteht. Du hast es gesagt, das ist immer abänderbar. Aber jetzt ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir wollen da die Vernetzung weitertreiben, das kann uns zu diesem Zeitpunkt nur gut tun. Und deshalb würde ich auch dafür plädieren, das jetzt abzustimmen. Ja, wir hatten ja auch einen Antrag, das jetzt direkt abzustimmen. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann würde ich Daniels Antrag folgen und wir stimmen ab. Wer ist der zweite Antrag von dir, Entschuldigung? Ich hatte obendrein den Antrag gestellt, dass dies dann entsprechend der Vorstand weiter behandelt.
dann werden wir auch das abstimmen. Gerne. Dann kommen wir zur ersten Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir dem Konzept, so wie Caro das ja gepostet hat, folgen? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig? Nein, schade, das ist nicht einstimmig. Dann bitte mal die Pfoten oben lassen. Warte, Wanne, ja. Wie winkt die Piratenpartei? Da. Das ist das mit den Glühbirnen-Einschrauben. Vielen Dank. Wer ist so winken Elektriker. Dagegen? Gibt es Enthaltungen? Gut, dann haben wir als Fraktion das jetzt so beschlossen, den Ideen aus dem Konzept zu folgen. Wir kommen zum zweiten Antrag von Grumpy, nämlich dass jetzt das beschlossene Konzept in der Beauftragung in den Händen des Vorstands liegen soll. Wer ist dafür? Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann ist das auch so. Es geht auf die Neuwahl zu. Da muss man sich ein bisschen beliebt machen. Ne? Lukas ist im Wahlkampfmodus. Der sagt jetzt zu allem ja. Gut, wir sind dann am Ende von Top 5. Und wir kommen jetzt zu Top 6, Cannabisanbau im Sozialraum. Und ich glaube, da möchte der Lukas was zu sagen. Genau, wir haben ja so kleine parlamentarische Initiativen zum Thema Cannabis ja gestartet. Darf ich eure Aufmerksamkeit haben? Ja, ihr da drüben. So, super. Also, wiederholen, was habe ich gesagt? Siehst du? Ob wir deine Aufmerksamkeit haben. Ja. Und davor? Davor? Ja. Gut, also wir haben jetzt mal das Thema Cannabis, Legalisierung, Konsum, Vor- und Nachteile mal auf die parlamentarische Ebene gehoben. Der erste Antrag folgt ja, wir haben ja ganz lange in der Mumble-Phrase darüber gesprochen, habt ihr sicherlich mitbekommen. Und da es ja immer ganz schön ist, ja, parlamentarische Aktionen begleitend zu Anträgen zu machen, haben wir uns gestern überlegt, könnten wir halt in unserem noch nicht so sehr belebten Sozialraum eine sogenannte Growbox aufstellen. Das ist also eine Cannabis-Aufzuchtanlage im kleinen Kleiderschrankformat mit Lampen, mit Blumentöpfen, mit Bewässerungsanlagen. Ich habe da mal so einen Link gepostet, wie sowas aussehen könnte und ein bisschen Text dazu steht da auch. Ich brauche das, denke ich, glaube ich, alles gar nicht wiederholen, könnt ihr euch durchlesen. Und wir wollen da einfach mal Cannabis in unserem Sozialanbau, in Sozialraum anbauen und mal gucken, wie das funktioniert mit unserem langfristigen Ziel, mit der langfristigen politischen Forderung, dass eben der Selbstanbau für Konsumenten, für Personen, die Lust drauf haben, dass es einfach möglich ist, dass sie sich so eine Pflanze in die Sonne auf dem Balkon hinstellen, ohne zu befürchten, dass sie Repressalien durch die Ermittlungsbehörden, durch die Justiz bekommen, ausgesetzt sind, dass sie das entweder nutzen, um ganz klar sich zu berauschen oder halt eben zu medizinischen Gründen das nutzen. Cannabis hat viele Vorteile auch im oder viele positive Eigenschaften im medizinischen Bereich. Und das ist halt so das Ideal, dass wir, für das wir Piraten stehen, was wir weiter verfolgen würden. Und mit diesem kleinen Projekt hier im Landtag wollen wir halt auch zeigen, dass es durchaus praktikabel sein kann, in eigenen vier Wänden sowas anzubauen, ohne großartigen Geruchsbelästigungen ausgesetzt zu sein oder irgendwelchen Feuchtigkeitsschäden, was man ja immer so hört, sondern halt einfach so ein Set kaufen. Die Sets gibt es ab 200 Euro aufwärts, glaube ich, schon die kleinsten. Und ich habe deswegen dann ein Budget für 800 Euro vorgestellt nachdem ich so ein Ding ausgesucht habe und würde euch darum bitten, vielleicht nach einer kleinen Diskussion, dass wir dann dieses Budget über 800 Euro für die Beschaffung eben so eines Grow-Schranks freigeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
mit 800 Euro liegst du ja auch locker noch im Vorstandsbudget. Also das ja, aber ich wollte, ich wollte das tatsächlich durch die Fraktion machen, ja. weil in der Fraktion haben wir natürlich eine andere Öffentlichkeitswirkung und ja, eine Öffentlichkeit, die wir in der Vorstandssitzung nicht haben. Und hast vollkommen recht. Ich möchte auch tatsächlich, dass die Fraktion dahinter steht und dass es dann keine Bedenken gibt. Sehr schön. Dann Frank, bitte. Ja. Genau. Ja, vor allem, wie viel Gramm kriegst du für 800 Euro? Ich meine, wir brauchen. Frank, bitte. Genau, wir brauchen uns ja keine Gedanken zu machen, dass da irgendein Blödsinn getrieben wird, weil wir haben ja auch hier ein Rauchverbot im Landtag. Ne? Also das. Wird dann schon passen. Nein, aber natürlich. Ja, ich finde es grundsätzlich total super, dass wir dieses Thema hier aufbringen, jetzt auch mit einem Antrag, grundsätzlich über Cannabis halt zu sprechen, Neubewertung der ganzen Problematik. Extrem wichtiges Thema. Ich finde, wir sollten das sehr ernsthaft angehen und gucken, dass wir wirklich ein Ergebnis rauskriegen und wirklich auch in Anhörungen und auch in Debatten im Ausschuss und so weiter ganz, ganz ernst und seriös mit diesem Thema umgehen, weil es ist ein ernstes Thema. Und dann sollten wir möglichst wenig Angriffspunkte bieten, das Ganze ins Lächerliche oder auch will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, irgendwo hinzuziehen. Ich würde das hier unterstützen, was da steht. Ich würde allerdings, weil du hast auch gerade beschrieben hier, fernes Ziel ist tatsächlich Heimanbau und so weiter. Ich würde nur ein schrittweises Vorgehen empfehlen, wo wir auch erstmal kein Budget für brauchen. Nämlich würde als erstes die Ausnahmegenehmigung beantragen. Und wenn die da ist, dann eine Budgetentscheidung treffen über die welche Box auch immer. Vielleicht haben wir dann mehr Räume. Vielleicht sind wir dann größer oder so, können noch andere Sachen dazu nehmen. Also wie gesagt, schrittweise als erstes die Ausnahmegenehmigung und dann noch mal eine Budgetentscheidung treffen. Der Dirk. Vergiss den Satz, den du gerade gesagt hast, bitte. Er ist blöd. Nee. Sprich weiter. Es funktioniert. Also, wenn das jetzt ein April-Chat sein soll, dann hätte man uns vielleicht vorher darüber informieren müssen, dass man das nicht erwähnt. Wenn es keiner sein soll, dann frage ich mich, wie realistisch ist es überhaupt, diese Ausnahmegenehmigung zu kriegen. Die tendiert ja wohl eher gegen null, denke ich mal. Daniel. Ja, wir brauchten halt eine Ausnahmeregelung für Dirk, dass er auch mal was sagt. Das war das, okay. Ja, ich unterstütze selbstverständlich den vollumfänglich diesen Antrag. Verstehe das auch mit diesem April-Hinweis nicht, ehrlich gesagt. Dafür ist das Thema ja tatsächlich viel zu ernst, dass man hier einen April-Scherz daraus machen könnte. Für mich stellt sich die entscheidende Frage, ob die Bild-Zeitung informiert ist, damit die auch eine entsprechende Fotomontage machen können, wie beim Olli. Ne? Also das wird ja noch ein bisschen schöner, wenn wir hier Cannabis mit dem Landtag und so weiter in Verbindung bringen können. Nein, wir schicken ihnen einfach ein Foto vom Sozialraum. Das kriegen die. Zweitens, bei der weiteren Umsetzung, Lukas, ich gehe davon aus, also würden wir dir dann eine Beauftragung dafür geben, also muss ja jemand auch für verantwortlich sein, damit die entsprechende Pflege auch vernünftig läuft, oder macht das jemand anders, machst du das, oder wählen wir das geheim? Oder? Ich bin ein Arbeitskreis. Okay, das ist gut. Die Erfahrung mit der Kaffeemaschine, mit Tigerkaffee, zeigt ja, dass das mit so einer Gruppe nicht immer ganz gut funktioniert hat. Da würde ich also nur anregen wollen, dass dann halt ein langfristiger Plan aufgestellt wird, damit wir die 800 Euro nicht verbrennen können. Und zu guter Letzt würde mich noch eine Einschätzung unseres Justiziars dazu interessieren. Moni.
Ja, daneben finde ich, sollten wir auf jeden Fall darüber diskutieren, wer nachher Zugriff auf dieses Produkt hat. Also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall gucken, ne, dass wir das ordentlich verteilen, nicht, dass dann einer übervorteilt wird. Also da hätte ich dann gerne auch einen Plan, wie da genau das aufgeteilt wird. Michel? Ja, ich möchte natürlich erstens auf an Moni anschließend vorgefertigte Formulare und Verzichtserklärungen durch den Fraktionsgeschäftsführer bitte erstellt wissen. Und außerdem muss ich mich ganz dolle beschweren, weil der Budgetantrag über 800 Euro lautet, aber die Box kostet natürlich nur 779,25 Euro. Die Lieferung ist schon frachtfrei. Ich glaube, wir müssen den Antrag da anpassen. Ingo. Seht es mir nach, dass ich mich da nicht so ganz auskenne, aber mich würde interessieren, wie laut wachsen solche Blätter? Weil wenn die leiser sind als Laptops und Tastaturen, dann würde ich diese Fächer in den Plenartischen vorschlagen, da wo neben den Steckdosen, eignet sich, finde ich, hervorragend als Blumentöpfe. Lukas. Okay, also ich versuche das mal, alle Anregungen und alle Fragen mal abzuarbeiten. Also zum einen, ja, das Budget ist über den Höchstpreis, das ist einfach ein Sicherheitsbudget, das bedeutet auch nicht, dass man das Budget voll ausschöpfen muss. Zum Einwurf von Ingo, die wachsen relativ leise, ne? Also das wird immer nur grüner. Der Vorteil ist, man könnte auch, wenn die im so halb ausgewachsenen Stadium sind, schön in kleine Blumentöpfe dann ins Plenum auf die Tische stellen. Ne? Also wir wissen ja, Nahrungsmittel und Getränke sind im Plenum ja verboten. Von Zimmerpflanzen, und es werden dann halt Zimmerpflanzen, stand da halt quasi noch nichts in der Geschäftsordnung. Ich weiß nicht, ob das Gegenstand der Debatte dieser Geschäftsordnungsrunde war. Also da könnte man halt auch unsere politischen Positionen halt, was das Außenbild angeht, hervorragend unterstreichen. Ansonsten der Einwurf mit der Kaffeemaschine und der Pflege eben solch einer Anlage, der ist nicht ganz ungerechtfertigt. Es ist allerdings so, dass dieses große Set beinhaltet quasi eine automatische Bewässerungsanlage. Es ist ganz unkompliziert, einpflanzen, Licht an, bisschen Wasser reinkippen und das macht von selbst und irgendwann ist das Ding dann fertig. Also wirklich minimal invasiv, sage ich jetzt mal, kein Aufwand für die Mitarbeiter. Das ist einfach beim Wachsen zugucken und Spaß daran haben und ja, vor allem sich auch der Natur verbunden fühlen. Moni, du hattest dich nochmal gemeldet oder war das? Okay, dann jetzt der Oliver. Ja, danke. Mir war es noch wichtig zu sagen, dass wir das nicht aus kommerziellen Gründen machen wollen, also auch kein Verkauf, weil das gestern in der Diskussion war. Das ist schon Fraktionseigenbedarf. Und wegen der Terrasse, wir können ja erweitern, wegen des Rauchens im Landtag ist natürlich nicht erlaubt, aber wir haben ja die Terrasse. Und wir haben auch, die sind ja eh fast nur von uns besetzt, insofern gibt es auch keine Probleme. Zu Tigerkaffee, das Problem ist ja dann nicht die Gruppe, die sich darum kümmert, sondern Tigerkaffee selbst, dass die Erwartung so aufwendig ist. Und deshalb hat ja Lukas da auch jetzt nicht das Billigste genommen, sondern hat sich da ja was Spezielles ausgesucht und im Grunde einen Vollautomat ausgesucht. Da wir ja eine Ausschreibung machen müssen, beziehungsweise dran Angebote anholen müssen im Wesentlichen, haben wir ja auch nur das grobe Budget von 800. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir drei Angebote einholen, es dann teurer wird, aber das als Dings. Und das mit dem Plenum fand ich gut. Wir können ja beim nächsten Plenum schon mal probieren, ob, wenn wir Löwenmäulchen oder so kleine andere Pflänzchen mitbringen oder kleine Zimmerpflänzchen oder einen Kaktus oder sowas, ob das gut ist. Da sieht das auch hübsch aus, wenn wir alle so bunte Blumen haben. Das finde ich generell hübsch. Aber das ist jetzt mal davon unabhängig. Stefan, hast du ein Mikro? Jetzt muss man nur hoffen, dass nicht irgendeine informelle Absprache zwischen den parlamentarischen Geschäftsführern aus dem Jahr 1957 oder was weiß ich nicht wann auftaucht. Ich tippe mal, die ist dann eher aus den 70ern. Und der Daniel. Ja, berechtigter Hinweis, weiß man nie, aber also sollte man auf jeden Fall vielleicht mit einer formellen Anfrage des Fraktionsvorsitzenden an die anderen Fraktionen oder an die Präsidentin vielleicht nochmal begleiten, ne, damit wir das wirklich abklären. Ich habe noch eine ganz interessante Frage. Bestimmt.
Wir haben ja häufig immer wieder die Problematik, was die persönlichen Mitarbeiter angeht. Ich frage mich halt, dass das spätere Produkt, ob das, also das, die Growbox wird ja aus Fraktionsmitteln angeschafft, ne, damit wir also mit dem Landesrechnungshof halt auch keine Schwierigkeiten kriegen. Darf das spätere Produkt denn dann auch von den persönlichen Mitarbeitern genutzt werden? Ist das geklärt? Muss das noch geklärt werden? Ist das für uns okay, weil wir eine Betriebsgemeinschaft bilden, dass sie das halt mitnutzen können? Oder ist es vielleicht sinnvoll, dass die MDL da noch eine kleine Umlage machen und sich damit sozusagen auch die persönlichen Mitarbeiter an der Finanzierung darüber beteiligen? Ja, ist ein guter Einwurf. Ich habe mich da auch rechtlich im Vorfeld auch ein bisschen informiert. Und es ist so, wir würden als Fraktion mit der Beschaffung einer solchen Box die Rahmenbedingungen stellen. Das, was danach entsteht, dadurch werden wir zum Urerzeuger, beziehungsweise die Fraktionen alle, die das machen. Und insofern ist das Produkt, was am Ende dabei entsteht, ein urerzeugtes Produkt, was eigentlich im Bereich der Landwirtschaft angesiedelt ist und kann dann der Allgemeinheit, weil eben ne, Fraktionsgelder sind Steuergeldern zugänglich gemacht werden. Und übrigens auch noch als Urerzeuger haben wir übrigens den Status eines Landwirtes und können forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Wege befahren. Aber nur so an Bayern. Michel und dann Joachim. Ich finde das auch sehr spannend und frage mich, ob ich jetzt meine Kritik tatsächlich anbringen soll. Aber ich glaube, wir haben einen kleinen Gewissenskonflikt zwischen Urerzeuger und Bereitstellung des Produktes für die Öffentlichkeit und das ist alles Eigenverbrauch. Ich möchte das nur zu bedenken geben, es sei denn, es ist ja so, dass das Annehmen eines entsprechenden Rauchwerkes ist ja nach wie vor nicht strafbar, sondern nur das Weitergeben. Von daher wäre die Frage, ob wir nicht so Geocaches einrichten, wo wir dann die urerzeugten Produkte hinterlegen und Leute darauf hinweisen, mit der Nase drauf stoßen, woher sie denn die Produkte, die wir... Wir reden über Cannabis. Ja gut, mit dem Mund. Wo sie also die Produkte, die wir erzeugt haben, tatsächlich dann abholen können. Joachim und dann Grumpy. Ja, weil der Lukas gerade auf die Nutzungsberechtigung von landwirtschaftlichen Wegen hinwies, kam mir die Assoziation. Brauchen die Pflanzen eigentlich Bienen? Kann man das nicht auch noch mit Bienen irgendwie kombinieren? Kann ich dir sofort darauf antworten? Cannabis ist ein sogenannter Windbestäuber, das heißt, er ist auf die Bestäubung von Insekten nicht angewiesen und es macht also keinen Unterschied. Aber Bienen im Plenarsaal sind zu laut. Bienen gehören nicht in einen gesperrten Raum. Ja, und Bienen im Plenarsaal werden auch zu laut. Ja, genau. Also Grumpy hatte noch eine Wortmeldung und dann würde ich ganz kurz das Budget abstimmen lassen. Um es dann nochmal wieder auf den ernsthaften Boden zurückzuholen, so leid es mir tut. Nichtsdestotrotz würde ich dann entsprechend Proben auch vorschlagen, wissenschaftlich zum Beispiel beim Gesundheitsamt oder so mal analysieren zu lassen auf Wirksamkeit und potenzielle mögliche Schäden, vielleicht auch im Vergleich mit anderen Produkten, halt, wie man das halt so macht. Vielen Dank. Gut, dann möchte ich die zukünftige landwirtschaftliche Genossenschaft jetzt über den Budgetantrag abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass wir roundabout 800 Euro Fraktionsgelder zur Verfügung stellen? Den bitte ich um das Handzeichen. Ich stelle fest, das ist einstimmig. Vielen Dank. Damit ist der Tagesordnungspunkt beendet und wir können jetzt in Time eine Pause machen bis 11 Uhr. 45, für den Stream, wir haben danach nur noch einen nicht öffentlichen Teil, das heißt, wir kommen nicht mehr zurück zu euch.